Ich hatte hier gerade eine ganz spannende interne Diskussion und habe in deren Verlauf gesagt, Werbeagenturen wären künftig PR-Agenturen. Nun mag natürlich die Reaktion kommen, der ist da in der PR-Agentur, da muss der natürlich so etwas sagen. Aber A, wir sind schon lange keine PR-Agentur mehr. B, glaube ich das ganz fest. Und C, es passiert doch bereits. Werbeagenturen haben einmal vornehmlich auf Paid Media gesetzt, also die Medienleistung, die ich mir erkaufen kann, die Präsenz, die ich mir erkaufe. Heute denken sie mehr und mehr darüber nach, wie sie unter Einsatz von Paid Media Earned Media erzeugen können, also die Medienleistung, die ich mir verdiene über zum Beispiel gute Ideen. Das heißt, es werden TV-Spots, Radiospots, Anzeigen, Plakate so eingesetzt, dass darüber Gespräche entstehen, ja, sie Gesprächsthema werden. Das ist der Einsatz von Monologmitteln mit dem Ziel, Dialoge zu entfachen. Und auch wird dafür häufig die Nachrichtenlage, die tagesaktuelle Agenda genutzt. Und das kennt man ja nur wirklich vornehmlich von PR-Agenturen. Ein gutes Beispiel dafür ist Sixt. Da ist ein großes bestimmtes Thema. Sixt lässt Jung von Matt dazu eine Anzeige entwickeln. Die verbreitet sich im Social Web und schafft es sogar in Printmedien, ohne ein einziges Mal geschaltet worden zu sein. Das ist PR mit den Mitteln der Werbung. Und auch bei uns passiert das doch bereits. Wir machen Werbekampagnen und addieren ein gehöriges Maß an Earned Media dazu. Ja, manchmal mehr, als die eigentliche Werbekampagne an Reichweite erzielt hat. Und im Übrigen geht doch heute kaum noch eine Werbeagentur los, ohne nicht auch passende Social Media Ideen, PR-Ideen mit im Köcher zu haben. Insbesondere, wenn sie zu Pitches marschiert. Werbeagenturen werden PR-Agenturen und PR-Agenturen werden mehr und mehr Werbeagenturen. Nun kann man sagen, da wird es aber unübersichtlich oder aber man sagt, es wird übersichtlicher, denn irgendwie ist es alles Kommunikation, hängt wohl ganz vom Standpunkt ab. Eines aber bleibt auf jeden Fall, du brauchst immer eine richtig gute Idee.